Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich mache hier gerade noch eine Arena. Philipp ist da, mich abholen. Also bei mir, die Straße runter. Ich dachte, er kommt wie letztens auch zu spät. Also dachte ich, kann ich noch eine Arena hier, eine kleine Arena-Tour machen. Und dann geht's los zum Despotor. Zweiter Versuch. Hoffentlich diesmal finden wir einen. Letztens haben wir ja nicht mal einen gefunden. Geschweige denn einen zweiten Versuch gestartet. Und dann schauen wir mal. Ich habe ein paar Nachrichten von euch bekommen. Also ihr nehmt das ziemlich ernst. Was mich freut, weil ich nehme das eigentlich bisher ziemlich locker. Aber da ihr das so ernst nehmt, werde ich das jetzt auch sehr ernst nehmen müssen. Also schauen wir mal. So, da ist er. Ich dachte, ich bin so nett und komme ihm entgegen und er fährt so an mir vorbei. Muss ich wieder zurückgehen. Servus. Du bist an mir vorbeigefahren. Echt? Warst du hier? Ja, ich bin dir entgegengekommen. Ich dachte, ich bin so nett. Du bist einfach vorbei. Ich hab nur aufs Navi geschaut. Okay. Gibt's was diesmal? Ist wieder nix. Wieder nix? Oh mein Gott. Schlüpfen ein paar. Mir schlüpft auch was. Leider kein Despotor. Leider Kid. Also meine Zuschauer meinten, Feuersturm geht auch easy eigentlich. Echt? Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Also die meinten, was ich machen könnte ist, also mit drei kämpfen und dann raus und dann wieder rein, schnell die okay. Drei rein. Aber du hast doch fünf gute, oder? Also ich hab, ja, aber zwei davon haben Nahkampf. Und nicht Close Combat. Okay. Close Combat ist noch. Ich meine Wuchtschlag. Sprich, nur mit den drei Kämpfen, die okay. Wuchtschlag haben und dann, dann raus wieder rein, aber. Ja, vielleicht. Weil die werden sofort ausgewählt, oder? Muss man nicht. Eigentlich nicht, deswegen. So. Ich muss sie erst umbenennen, ja, okay. Damit die bei Anfangsbuchstabe dann gleich am Anfang kommen. Ja. Also wir waren letztes Mal sehr unvorbereitet. Diesmal viele Tipps bekommen. Die kleinen Tränke soll ich auch direkt wegschmeißen, damit ich nicht runterscrollen muss dann. Keine Zeit verlieren, also ihr habt dann alles gedacht. Okay, okay. Nein, ich bin nicht da. Ja, ja, habe ich auch gerade gemacht. Nur zur Sicherheit, damit alles perfekt läuft diesmal. Oh mein Gott, ich bin hoffentlich da, also. Es sah ein bisschen aus, als wäre ich nicht ganz im Bereich. Okay, passt. So. Umbenannt. Umbenannt, ja. Hier, könnt ihr sehen. Alle direkt am Anfang dann. Falls wir nochmal reingehen, falls wir das, diese Technik probieren, mit dem Schnellheilen, bin ich bereit. Jede Sekunde ist wertvoll. Tränke auch nur noch die hier, damit ich nicht runterscrollen muss. Ich habe jetzt sogar einen noch auf Dynamic Punch umgewechselt. Ja, also ich also jetzt habe ich 300er auf Max mit Dynamic Punch, Wuchtschlag. Und dann ein, weiß ich gerade nicht wie viel, wie, mit Wuchtschlag noch. Und dann zwei ohne, also mit Nahkampf. Also wir werden es jetzt so probieren, ganz normal mit den 6. Und wenn das nicht funktioniert, dann nur mit den 3. Und dann rausgehen und nochmal rein mit den 3. Gut startet. Ja, okay. 20 Minuten. Geht schon. Ich sage, wir brauchen nur einen. Mein Gott, Philipp kommt nicht rein. Er ist gebannt. Servus sind abgestürzt. Ich bin gebannt. Oh, warte. Ich muss mich noch kurz umkleiden. Okay. Ja, so, ja, ja. Noch private Gruppe, weil nicht, dass hier uns einer stört auf einmal. Achso? Ja. Mauzi, Glumanda, Radplatz. Okay, so. Perfekt. Also hier alle mit 100. Das macht echt einiges leichter. Ohne Ausweichen, oder? Also, das ist nochmal einer mit Feuersturm, weil kein anderer kam. Aber. Wieso nicht? Weil wir ihn wollten. Ja, genau. Nicht, dass jemand sagt, wir haben
die leichtere Lösung, Variante genommen. Weil viele meinten auch, also ein paar meinten, Feuersturm ist auch kein Problem. Also müssen wir einen mit Feuersturm machen. Keine Ausreden. Los geht's. Stimmt, ist so heftig. Ein Held war gerade ausmachen. Ja. Ich konnte nicht widerstehen. Bin ausgewichen. Ich hab extra nicht, ich wollte schon. Instinkt. Dass da nur nicht ausweichen. Okay, ausweichen ist echt schlecht, weil dann ist dein Balken voll, aber du kriegst das nicht mehr durch. Okay, ich habe 2 Dynamic Punch verloren, deswegen. Das könnte uns das Spiel kosten. Meine 300er mit Dynamic Control. Was schon wert ist. Das erste Mal vor. Ist doch ein 4. Ne? Ja. Noch 2 Dynamic Control. Ich glaube, ich gehe raus nach dem. Weil danach habe ich nur noch die mit Close Combat. Okay. Halt schnell und dann. Sieht echt gut aus. Kommen die 300er wieder rein. Okay. So. Next Revive. Minute. Warte. Oh mein Gott. Das hat nicht funktioniert. Oh mein Gott. Nein. Ja, ich habe auf alle 3 gedrückt und es hat nur einen geheilt. Da muss ich nochmal rein. Oh, das hat viel Zeit gekostet. Philipp hat gut gekämpft in der Zeit. Ist immer noch. Ist schon rot. Das ist wieder da. Gott, das reicht nicht ganz, glaube ich. Das reicht nicht ganz. Okay, man muss sich jetzt dann gewinnen. Ja, ich habe ein paar Sekunden verloren, also. Das sind die paar Sekunden. Ja. Hälfte war gut. Das ist die Frage. Ich glaube, ich muss nach den 3 schon raus. Wo? Ja, schauen wir mal. Ja, vielleicht mache ich es auch so, ich nach 3. Ich habe halt 5 gute. Okay. Weiß nicht. So, Versuch Nummer 2. Der erste Versuch war definitiv meine Schuld. Einmal wegen dem Ausweichen. Dann hätte ich, glaube ich, 2 Dynamic Punch. Also auf jeden Fall einen noch reinbekommen. Und dann beim Heilen habe ich ein bisschen zu lange gebraucht. Jetzt geht's. Ah, jetzt so.
Ja. Mini. Ja, dass er da das macht, das war echt perfekt, ja. Zweite Hälfte und das ist immer das Entscheidende. So. Die zwei Dynamic Punch noch und dann gehe ich raus. So. Ich hab schon einen Boden, ne? Ja, ja, ja. Mit Teams. Let's reroll. So. Jump Battle. Diesmal viel, viel schneller, müsste eigentlich. Jetzt haben wir immer noch ein Stückchen. Ist immer noch zu viel. Es war knapp, sehr, sehr knapp diesmal sogar. Sehr, sehr knapp. Ein Dynamic Punch. Kannst du gut dann anfangen. Okay, ich glaube, ich gehe nicht raus. Probieren wir mal das. Ja, vielleicht mal halt so ein, zwei ausweichen. Aber halt nur, wenn man drei Viertel von Leben hat, sonst ist Mist. Okay. So, noch ein Versuch. Neue Strategie. Ich gehe nicht raus, weil nach dem Hallen verwende ich eigentlich eh nur einen. Sprich, ich versuche den fünften zu verwenden. Oh Gott, ihr seid ein bisschen schief, Moment. Den fünften zu verwenden und ich versuche da einmal auszuweichen, damit ich ein Close Combat reinbekomme, einen Nahkampf. Schauen wir mal. Es hat echt nicht mehr viel gefehlt, von jedem einen Dynamic Punch. Oder Close Combat. Oder ein Close Combat, ja. Das Heilen dauert, glaube ich, doch ein bisschen zu lange. Ja, das dauert schon 15 Sekunden. Ja, ja. Das war sicher das kleine Stück. Ja, auf jeden Fall. Okay. Selbst wenn ich in den 15 Sekunden nur die First Attack mache, zockt der auch ein bisschen was dabei. So. Der geht noch rein, komm. Der geht noch rein. Okay, jetzt kommt die B-Mannschaft.
Normal gehe ich jetzt immer raus und dann bin ich bei 30 irgendwas erst wieder drin. Das machen wir diesmal nicht. Jetzt geht man mal raus. Ja, ja. Komm, Nahkampf kann nicht so schlecht sein. Schau, einmal geht er rein. Bam. Der geht sogar zweimal rein. Alter, heilen war endschlecht. Alles wegen dem Heilen. Ja. Jeder, der mir Heilen vorgeschlagen hat, ihr seid schlecht. Alter, 20 Sekunden. Aber echt, Mann. Ja, warum? Endlich. 20 Sekunden, immer. Warum nicht gleich so? Aber echt, nur weil ich auch auf euch immer hören musste. So. Ballerina. Letzter Ball bei mir. Oh mein Gott. Muss mich konzentrieren hier. Richtig schlecht geworfen. Alle Energie. Oh, Critical Catch. Belohnung. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, alle Energie in das Kämpfen verbraucht. Schade, Philipp hat die nicht. Das geht auch immer zurück. Oh mein Gott. Handy, Geist aufgegeben. Alles verbraucht für das Despote. Geschafft. So, das war's von mir und Philipp. Despote endlich besiegt. Was haben wir daraus gelernt? Man macht seine Erfahrungen am besten selber und hört nicht so viel auf die anderen. Von den meisten war es gut gemeint. Ein paar sind halt, so wie immer, einfach nur Besserwisser. Aber das ist ja das Geile an Pokémon, oder allgemein immer. Theorie und Praxis sind sehr unterschiedlich. Am besten einfach alles selber ausprobieren mal. Weil in der Theorie, natürlich schaffe ich es mit 300% Machomai auf Max. Aber in der Praxis ist es halt immer was anderes. Aber wir haben es jetzt endlich geschafft. Ich möchte noch hinzufügen, Philipp ist beim letzten Versuch, wo wir es geschafft haben, ausgewichen, hatte den Ausweichbug und war so für 10 Sekunden gar nicht im Kampf, okay? Und dann haben wir es trotzdem noch geschafft. Also, er wollte das vor der Kamera verheimlichen. Das war's von uns. Mal schauen, welchen Vierer wir noch schaffen können zu zweit. Schreibt das unten in die Kommentare, falls ihr da mehr Erfahrungen habt, falls ihr schon welche gemacht habt. Aber wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon und CS Business.